Hallo ihr Lieben, das ist Teil 2 meiner Reihe zu, woraus wir Hoffnung schöpfen können. Ich reiße die jetzt in kurzem hintereinander runter, ohne großen Anspruch. Die zweite Quelle der Hoffnung, die ich entdecken kann, ist, dass wir tatsächlich friedlicher geworden sind als Menschheit, auch wenn das anders erscheint, zumindest vom Anspruch her. Und dass das aber vom Anspruch her so ist, erscheint mir erkennbar. Das ist keine sehr starke Hoffnung, aber sie ist ein kleines, winziges Hoffnungsfünkchen. Ich stütze mich dabei auch weniger auf Steven Pinker. Also es gibt ja diesen berühmten Steven Pinker TED-Talk, der eben sagt, in Englisch heißt er, glaube ich, The Surprising Decline in Violence, wo also Steven Pinker stark dafür argumentiert, dass sozusagen die Zahl der Tode pro Planetenbewohner, also pro Mensch, der auf dem Planeten lebt, also rein statistisch, seit vor sintflutlichen Zeiten, seit prähistorischen Zeiten einem beständigen Abnehmen ist und trotz aller Gewalt, die es auch objektiv heute gibt, also auch trotz aller Weltkriege und Bürgerkriege, die wir auch momentan haben, ist es eben so laut Steven Pinker, dass das so wäre. Das ist mittlerweile in der Forschung stark gechallenged worden. Also ich werde sowohl den TED-Talk als auch die wissenschaftliche Challenge dieser These von Steven Pinker verlinken. Das ist aber weniger das, worauf ich mich stütze. Ich stütze mich mehr auf solche, wie soll man sagen, Detailwahrnehmungen, die natürlich auch fragwürdig sind, zum Beispiel, dass es also bis ins 18. Jahrhundert hinein völlig üblich war, zu Hinrichtungen zu gehen und sich das also reinzuziehen, wie Menschen auf grausamste Art zu Tode gefoltert wurden und man also Kinder und sowas mitgenommen hat, die man also abschrecken wollte mit durch diese Anschauung, wie es Verbrechern ergeht und so weiter. Das würden wir heute so nicht mehr machen. Natürlich haben wir unsere eigenen Gewaltformen, also wir haben sowas wie Netflix und da kann man ja auch den Eindruck haben, dass es immer blutiger wird. Ich bin, auch wenn man mir das nicht ansieht, schon ein älteres Semester, also ich bin ein Mit-40er. Und also was die, wie soll man sagen, die Sensibilität für Gewaltdarstellung angeht, die im Laufe meines Lebens vollzogen wurde, also ab wann ist ein Film, wie viel Gewalt darf auch ein Film ab 6 Jahren, ab 12 Jahren zeigen? Also was sind da so ist der gesellschaftliche Konsens, ist mein Eindruck, dass wir also immer früher, immer mehr Gewaltdarstellungen uns zugetraut haben, obwohl es viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die sagen, ich kann das gar nicht angucken. Also ich kann noch nicht mal Krimis angucken, und zwar auch Erwachsene. Also generell scheint es mir so zu sein, dass wir vielleicht auch möglicherweise einfach nur durch die letzten 75 Jahre, die wir zumindest hier in Mitteleuropa keine offenen Kriege mehr hatten, dass die Sensibilität stark gestiegen ist gegen Gewalt und dass wir also vielleicht ist auch im Zusammenhang einfach die absinkende Geburtenrate, das wäre auch wieder eine sehr hoffnungsmachende Perspektive, weil tatsächlich sinkt ja die Geburtenrate seit Jahrzehnten weltweit von einem sehr, sehr viel höheren Niveau weltweit auf ein sehr, sehr viel niedrigeres Niveau weltweit. Das ist ein Gesamtphänomen, ein globales Menschheitsphänomen, was eben auch laut Schätzungen dazu führen wird, dass circa wir 2065 den Kipppunkt erreicht haben, und zwar den positiven Kipppunkt, dass also die Bevölkerung wieder schrumpft, auch wenn uns das für neue gewaltige gesellschaftliche Probleme stellen wird. Das ist nicht zu unterschätzen. Möglicherweise sind die Probleme mit einer schrumpfenden Weltbevölkerung umzugehen sogar größer als mit einer wachsenden Weltbevölkerung, auch wenn man natürlich aus ressourcentechnischer Frage froh sein muss, dass es sozusagen kein unendliches Wachstum ist, was ja auch rein technisch irgendwann zu einem Erliegen kommen müsste, aber nur passiert das halt ganz organisch durch die absinkende Geburtenrate. Und worauf ich hier aber hinaus will, ist, es ist einfach so, dass ein Menschenleben wertvoller geworden ist für eine Familie. Also das muss man so nüchtern sehen. Ich zumindest sehe es so, dass es einfach ein Unterschied ist, wenn in einer Familie von 10 Kindern ein Kind zu Tode kommt oder wenn das einzige Kind oder das einzige von eins von 2 Kindern zu Tode kommt. Das ist einfach ein anderes Erleben. Natürlich ist das auch in einer 12-köpfigen Familie unglaublich schlimm. Aber es ist nicht das Gleiche. Gefühlt ist es nicht das Gleiche, so hart das auch ist, das so zu sagen, aber ich glaube, dass die höhere Sensibilität für sozusagen, was ist auch ein Menschenleben wert, tatsächlich aus der abgesunkenen Geburtenrate kommt, kombiniert mit der verlängerten Lebenserwartung. Also wenn die Lebenserwartung, wie es lange Zeit war in der Menschheitsgeschichte, ungefähr Durchschnittslebenserwartung rein statistisch so bei 35 bis 45 irgendwo liegt, und dann ist das anders, als wenn man sozusagen standardmäßig rein statistisch ein Leben von bis über 80 Jahre vor sich hat. Das hat also, gibt einem menschlichen Leben, einem einzelnen menschlichen Leben ein ganz anderes Gewicht, und das verbinde ich mit unserer, zumindest vom Anspruch her, gestiegenen Anspruch an Absinken des Gewaltniveaus. Also ich sehe es so, dass wir Menschen im Vergleich zu unseren Vorfahrengenerationen
ein höheres aktives Interesse daran haben, dass das Gewaltniveau sinkt. Wir kriegen das nicht immer auf die Platte. Wie gesagt, beständig, ich habe kein sehr positives Menschenbild in dem Sinne, dass ich nicht glaube, dass nicht jederzeit Menschen wieder in Gewaltverhalten zurückfallen können. Also ich sehe das als Naturanlage beim Menschen, dass das jeder kann. Also dass es sozusagen diese Hirnareale gibt, die aktiviert werden können, die eben dazu führt, dass wir also sehr, sehr schnell, auch erstaunlich schnell, auch überraschend schnell für uns selber plötzlich uns ganz, ganz furchtbare Dinge anderen Menschen antun sehen. Ich glaube, dass wir da nicht sehr stabil sind und dass auch alle Erziehung dagegen nicht hilft und dass auch alle, was weiß ich, eine gute Kindheit zu haben und so weiter dagegen nicht hilft, sondern das sind aus meiner Sicht viel tiefere Muster, die eben auch was damit zu tun hatten, dass wir eben in der Gesellschaft waren, die lange Zeit sich, was weiß ich, gegen wilde Tiere wehren musste, also eine Spezies sind, die sich lange Zeit gegen wilde Tiere wehren musste, vielleicht auch gegen feindliche Stämme, das weiß ich nicht, wie friedlich oder wie gewalttätig die Prähistorie wirklich war, das ist ein sehr umstrittenes Thema, da möchte ich mich bewusst nicht zu äußern, weil ich fühle mich einfach inkompetent. Aber es ist nicht ganz, wie soll man sagen, von der Hand zu weisen, dass also sozusagen diese Gewaltanlage in uns einfach da ist und jederzeit aktiviert werden kann unter eben geeigneten, dafür geeigneten Umständen der Aktivierung. Dazu werde ich auch nochmal einen sehr erschreckenden Artikel verlinken, also der mich am meisten geschockt hat. Also das halte ich für sehr schwer ausschaltbar. Also ich gehe davon aus, wir werden für immer letztlich, soweit wir sehen können, wenn nicht die also biologische Evolution des Menschen noch ganz gewaltige Sprünge macht, von diesem Gewaltproblem bedroht sein und mit diesem Gewaltproblem zu tun haben. Ein Gewaltproblem, das von uns allen ausgeht und nicht von manchen von uns, sondern wirklich von uns allen. Wir sind einfach füreinander bedrohliche Lebewesen, weil wir halt dazu in der Lage sind, solche Dinge zu tun und weil das eben hirnphysiologisch einfach zugelassen ist. Möglicherweise eben war das mal funktional, heute ist es nicht mehr funktional, trotzdem ist halt das ein Relikt unserer Stammesgeschichte als Spezies sozusagen. Und nichtsdestoweniger ist es so, was mir Hoffnung macht, ich nehme es so wahr, dass unsere Sensibilität gegenüber real gezeigter Gewalt immer weiter abnimmt. Und man kann eben auch sehen, weltweit, dass die Verpönung zum Beispiel eben von körperlichen Strafen bei Kindern zunimmt, selbst von sogenannten indirekter Gewalt, also was weiß ich eben wie die, was weiß ich, das stille Zimmer oder die stille Ecke oder irgendwie so Kinder schreien lassen und so, was auch aus der Sicht der heutigen Forschung eindeutig ein Gewaltakt ist von Eltern gegen ihren Kindern oder Erwachsenen gegenüber Kindern. Auch das ist im Abnehmen. Also sozusagen der Common Sense, dass man sich nicht Gewalt antut, auch im Eltern-Kind-Verhältnis, nimmt immer, immer weiter zu, beobachtbar. Und das bedeutet, dass wir sozusagen möglicherweise einen Faden wieder aufnehmen, den wir ungefähr vor 10.000 Jahren fallen gelassen haben. Weil wenn man eben auf die evolutionspsychologische Forschung schaut, die eben auch sehr hoffnungsmachend ist, dann gibt es starke Hinweise, aus Hard Fact basiert, dass die Menschheit immer friedlicher geworden ist, über Jahrzehntausende hinweg, bis etwa vor den Zeitraum vor 10.000 Jahren, wo es dann möglicherweise war, dass eben durch ein neues Spiel, das in Gang gekommen ist, eben über Grundbesitz und eben über Territorialverteidigung und sowas und über die Bildung größerer Gesellschaften, wir diese Entwicklung zum immer friedlicher werden eigentlich gestoppt haben. Also sozusagen nicht absichtlich, sondern es ist halt passiert, aus systemischen Gründen, aus der Umwelt, die wir füreinander selber sind. Also davor haben wir aber einen langen Entwicklung durchlaufen, den Evolutionspsychologen Selbstdomestikation nennen und eine Entwicklung, die man eben auch bei Haustieren beobachten kann, also bei dieser Differenz zwischen, wie sind die gleiche Tierart als Wildtier und wie sind die als Haustier auch im Verhalten, was ist da anders, da gibt es Forschung zu und ähnliche Traits, ähnliche Veränderungen kann man eben auch uns Menschen unterstellen im Laufe unserer Stammesgeschichte bis eben ungefähr vor 10.000 Jahren, wo das mit der Sesshaftigkeit losging. Und man sieht es eben auch bei Bonobos, also bei dieser Schimpansen-Bonobo-Differenz, wo man eben auch die Forscher sagen, soweit wir das erkennen können, haben Bonobos relativ zum Schimpansen zum wahrscheinlichen angenommenen gemeinsamen Vorfahren, aus dem sowohl Schimpanse als auch Bonobo abstammen, eine Entwicklung zur Selbstdomestikation durchgemacht, die analog ist zu der, die wir durchgemacht haben bis vor 10.000 Jahren, also bis eben Grundbesitz und Grundeigentum und Sesshaftigkeit ins Spiel gekommen sind. Und das ist sehr hoffnungsmachend insofern, als es eben A, die Perspektive aufzeichnet, ja, auch biologisch können Spezies friedlicher und freundlicher werden, das zeigen eben Bonobos sehr, sehr deutlich in ihrer Differenz zu Schimpansen und es zeigt auch unsere eigene Stammesgeschichte und es zeigt aber auch aktuelle Entwicklungen, die man eben sehen kann, dass wir unsere Sensibilität gegenüber real gezeigter Gewaltverhalten immer, immer weiter zunimmt. Auch Gewalt gegen Frauen wird immer mehr verpönt und das ist auch ebenfalls in meinen Augen eine weltweite Entwicklung, auch wenn es große, große Ausnahmen betrifft.
bisher noch gibt, bis eben zu weithin geduldetem Femizid oder eben auch Abtreibung von weiblichen Föten und so weiter. Das ist alles eine Realität der heutigen Weltgesellschaft, dass es das gibt, und zwar at a large scale, also nicht nur ausnahmsweise, sondern in ganzen Gesellschaften als verbreitete Praxis. Trotzdem nimmt die Tendenz, sozusagen das nicht mehr zu dulden, weltgesellschaftlich aus meiner Sicht zu beobachtbar. Und was man dann konstatieren kann, ist, dass man einfach auch uns sozusagen ein bisschen empathisch beschreiben könnte, in dem Sinne, dass man einfach das würdigt, dass die Zeiten, wo wir also selber ganz grausliche Kindererziehungspraktiken zum Beispiel haben, wo wir also solche Gewaltneigungen sozusagen eigentlich implementiert haben, den Menschen auf die Festplatte gespielt haben und eben nicht einigen wenigen, sondern der Menschheit insgesamt, dass das noch nicht so lange her ist. Also sozusagen Gewalt war mal vor wenigen Jahrzehnten auch in unseren Breiten sehr viel akzeptierter, als es heute ist. Wir haben also eigentlich sehr, sehr große Sprünge gemacht, eine sehr, sehr schnelle Entwicklung durchgemacht und die teilweise eben auch schon gesetzlich verankert. Also man kann zum Beispiel verweisen auf die Verankerung des Tatbestands der Vergewaltigung in der Ehe im Strafgesetzbuch. Das war eine Errungenschaft. Davor war es eben so, wenn eine Frau zur Polizei ging und gesagt hat, mein Mann hat mich vergewaltigt, da war die erste Frage der Polizei, ja, sind Sie verheiratet? Und wenn man dann gesagt hat, ja, bin ich, dann hat die Polizei gesagt, tut uns leid, wir sind nicht zuständig, weil das ist kein Verbrechen nach unserem Gesetz, das wir hier exekutieren müssen. Und das ist eine Errungenschaft, dass wir solche Änderungen haben, und an solchen objektiven Veränderungen, also wirklich der Gesetzeslage, kann man sehen, wir machen einen Fortschritt. Zumindest die Sehnsucht nach dem friedlicher Werden ist da, sie ist spürbar, und es ist eine relativ stabile Entwicklung, die wir möglicherweise auch biologisch haben. Also sozusagen ja, einen biologischen Prozess hinter uns, der in Richtung friedlicher Werden geht. Das zeigt eben die heutige Evolutionspsychologie mit ihrer Selbstdomestikationshypothese. Und wir haben aber auch eine kulturelle Evolution Richtung friedlicher Werden, also eine nochmal von der biologischen Evolution weitgehend abgetrennte Evolution, die dann eher auf Institutionen abzielt, also auf Institutionen des friedlicher miteinander umgehen können, die sich eben niederschlägt in politischen Verfahren und in Gesetzgebungen und so weiter, die unsere freundlich-friedliche kooperative Seite stärken soll und unsere Gewaltneigung und unsere Konfliktneigung und die Neigung zur Rache und Eskalationslogik bremsen soll. Und diese Entwicklung ist eben auch nicht erst seit gestern im Gange. Man sieht sie bereits bei den antiken Griechen sehr, 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 wie soll man sagen, reich bebildert, unter anderem zum Beispiel in der Orestie von Aischylos. Na, da sieht man also wie eine Gesellschaft versucht, die Rachelogik zu stoppen. Ja, und dass ein sehr hohes Bewusstsein dafür herrscht, dass es notwendiger ist, friedlicher zu werden. Oder wir sehen das in den Konzeptionalisierungen eines Isokrates, also eines der berühmtesten Rhetoriklehrers Athens, der dann eben sagt, mit den Barbaren fechten wir es mit Gewalt aus, aber unter den Griechen ist es der Anspruch, dass wir unsere Probleme friedlich lösen, nämlich mit Worten. Das finden wir vor 2400 Jahren. Ja, also diesen Anspruch. Und das ist eine Entwicklung, das ist so, also die Sehnsucht der Menschheit nach Kooperativität und friedlichen Verhältnissen ist mit Händen zu greifen, und in meiner Wahrnehmung nimmt sie spürbar zu, gerade in den letzten Jahrzehnten. Das ist natürlich noch nicht viel, und man kann immer sehr leicht ins Zynische kippen angesichts der real gezeigten offenen und strukturellen Gewalt, sowohl innerhalb Gesellschaften als auch zwischen Gesellschaften. Aber sozusagen, dass es diese Sehnsucht nach einer friedlicheren Weltgesellschaft nicht gäbe, wäre auch etwas blind für eine Seite, die durchaus bei den allermeisten Menschen deutlich spürbar ist. Und das ist dann oft eher eine Frage des Know-how, also wie kriegen wir das hin, also rein technisch, als eine Frage des Willens. Der Wille zu einem friedlicheren Zusammenleben ist da, es mangelt oft an dem, wie machen wir das denn? Ja, wie kriegen wir das denn hin praktisch, ohne dass ich mich also selbst ausliefere, weil ich jetzt einseitig friedlicher werde und dann kriege ich es nur von den anderen umso dreckiger in die Fresse. Na, das ist also ein klassisches Gefangenendilemma-Problem oder Trittbrettfahrer-Problem, dass man also in Vorleistung geht und dann das bereut, dass man in Vorleistung geht, weil man selber schon friedlicher geworden ist, als das Gesamtgesellschaftsniveau schon friedlich ist. Und dann sieht man eben, das ist ein Kollektivproblem. Das ist letztlich das friedlicher Werden der Menschheit ist ein Allmende-Problem und wahrscheinlich insofern nur politisch lösbar, über politische andere Verfahren und Institutionen und Gesetze. Aber auch zu dieser Einsicht sind wir Menschen ja fähig, dass das ein Allmende-Problem ist und dass sozusagen ich gehe jetzt mit gutem Beispiel voran, indem ich friedlicher und kooperativer werde, deswegen nicht trägt, weil also Menschen, die das tun, dann recht heftig vom Leben in die Fresse kriegen und dann also sich das wieder anders überlegen und dann wieder zurückfallen auf das Gewaltniveau, das die anderen die ganze Zeit zeigen. Also man kann das erkennen, dass es da Strukturprobleme gibt, aber auch das können wir erkennen, auch das macht Hoffnung letztlich. Und die Sehnsucht nach einem friedlich, freundlich, kooperativeren Zusammenleben, nach also sozusagen generell mehr Empathie zwischen uns Menschen, also auch wirklich Empathie, die trägt, die sich im Handeln und Verhalten ausdrückt, die ist wirklich da, und es wäre sozusagen
allzu düster gezeichnet, wenn man das einfach ausblenden würde und behaupten würde, das gibt es nicht in der Realität. Und ich finde sehr viel Anzeichen in der Realität dafür, dass wir also eine höhere Sensibilität gegen Gewalt haben und eine unsere Sehnsucht nach friedlicher werden, nach unserer Fähigkeit, immer friedlicher zu uns zu verhalten, wirklich, wirklich existiert in uns und dass das also sozusagen auch eine eigene Kraft ist in der Welt, wenn man das so sagen will. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich dafür, dass wir in der Demokratie vor allem losen sollten.